Herzlich willkommen zu Top 5 COD Clips. Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer ReborneXHD. Und ja, nach diesem geilen Anfang von diesem Video werde ich euch erstmal sagen, worum es hier eigentlich geht. Und zwar um die Serie Top 5 COD Clips. Und diese Serie beinhaltet COD Videos, so wie man es wahrscheinlich schon erkennen konnte durch COD Clips, halt wie gesagt. Auf jeden Fall in der Serie werde ich eine Platzierung machen von 5 bis 1. Natürlich 1 dann im Sinne von das Beste, das Schlechteste. Also das werde ich euch dann noch sagen. Und ja, es sind halt Sachen über COD. Zum Beispiel jetzt in der ersten Folge werde ich euch meiner Meinung nach, also alles immer meine Meinung, das ist meine eigene Meinung, nicht dass ihr jetzt denkt, ja stimmt doch gar nicht und so weiter. Also meine Meinung. Ja, ich werde euch hier in der ersten Folge die Waffen, die ich in Ghosts am schlechtesten finde, werde ich euch alle zeigen nach einer bestimmten Reihenfolge, also dann im Sinne von Platz 5, Platz 3, Platz 4, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und dazu werde ich kurz was sagen, warum ich die so scheiße finde. Und ja, das wäre jetzt die erste Folge. Ich werde wahrscheinlich auch noch mehr Folgen davon machen, mal sehen, wie es ankommt. Und das war's dann auch schon. Guckt es euch an, bis gleich und ciao. Auf Platz Nummer 5 habe ich das Sturmgewehr namens MSBS. Allein schon dieser Name ist bescheuert, aber das Sturmgewehr ist noch schlimmer, denn ich habe es nicht ohne Grund auf Platz 5 gewählt. Es ist ein dreischussbetriebenes Sturmgewehr, was schon mal ja nicht unbedingt gut heißen kann, aber es heißt ja auch nicht, dass es direkt schlecht ist. Aber bei der Waffe ist es wirklich extrem schlecht. Selbst wenn man sie mit einem, ich weiß gar nicht, wie dieser Aufsatz heißt, auf jeden Fall so, dass sie vollautomatisch wird, ist sie total beschissen. Einmal macht sie ziemlich wenig Schaden, meiner Meinung nach. Und dazu ist sie noch ziemlich unpräzise, was einem das Zielen auf Gegner oder besser gesagt das Schießen auf Gegner ziemlich verschwert. Und gerade das ist der größte Kritikpunkt zu der Waffe. Selbst wenn man dann noch Mündungsfeuer oder wie der Aufsatz heißt, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall denke ich Mündungsfeuer war es. Selbst wenn man den drauf tut, der dann Reichweite, Präzision und Schaden erweitert, also so war es zumindest. Wenn ich mich noch richtig in Erinnerung habe, selbst dann ist diese Waffe ziemlich schlecht. Also diese Waffe kann ich wirklich keinem empfehlen, der wirklich bei COD Ghosts mal was reißen will. Dann sind wir auch schon bei Platz Nummer 4 angelangt. Und zwar auf Platz Nummer 4 ist keine richtige Waffe, sondern eher ein Sprengsatz namens C4. Ich meine, wer kennt C4 nicht? Also ich meine jetzt die Leute, die Black Ops 2 gespielt haben, wissen, was C4 ist, weil man da ja alle 5 Minuten oder besser gesagt alle 5 Sekunden mit einem C4 gekillt wird. Auf jeden Fall so OP, wie es in Black Ops 2 ist, ist es auf keinen Fall in Ghosts, denn in Ghosts hat es mir so gar nicht gefallen. Mit dem C4 mache ich immer nur Hitmarker, also ich persönlich, es ist ja meine Meinung über diese Waffen und ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, aber das ist doch voll geil und so weiter, ist halt meine Meinung. Und auf jeden Fall nach, ich schätze, 40 Treffern, also nach 40 Einsätzen, ich habe es 40 Mal benutzt, vielleicht nicht so viel, aber es hat mir gereicht, um mir eine Meinung zu bilden. Nach 40 Einsätzen hatte ich letztes Mal geguckt, hatte ich 20 Treffer und von diesen 20 Treffern habe ich gerade mal 2 Gegner erledigt. Und das finde ich ist richtig schlecht, wenn man bedenkt, dass ich einfach in eine Masse reinwerfe, wo zig Gegner stehen und dann treffe ich die Gegner, aber sie sterben nicht. Ich meine, was ist das denn? Bei Black Ops 2 konntest du ein C4 5 Meter neben dem Gegner werfen, der ist in die Luft geflogen, weil die Explosion einfach so krass war und es dort so OP war. So, und auf Platz Nummer 3 haben wir wirklich eine richtige, eine richtig schlechte Waffe. Und zwar eine Sekundärwaffe. Und das ist der Granatwerfer, also Custed heißt er, soweit ich weiß. Allein schon der Name ist beschissen, wie auch bei der MSBS. Aber naja,
Custard Granatwerfer ist so unterpowered, wobei ich auf eine Art auch sehr froh drüber bin, weil sonst jeder damit spielen würde. Auf jeden Fall könnt ihr im Video sehen, wie ich einfach auf alle Gegner drauf schieße, sie sterben aber nicht. Ich musste genau auf die Gegner zielen, genau auf die Gegner, damit ich einen Kill machen konnte. Ein Meter daneben hat er einen Hitmarker bekommen. Direkt daneben hat er einen Hitmarker bekommen. 20 Meter weiter habe ich natürlich nicht getroffen, aber ich meine ja nur. Auf jeden Fall finde ich den Granatwerfer so schlecht, wobei ich auch so froh drüber bin, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich noch mehr aufregen, so oft wie ich von dem dann gekillt worden wäre. Aber naja, also finde ich schon ein ziemlich verdienter Platz Nummer 3, weil es geht noch schlechter und das werdet ihr jetzt sehen. So, auf Platz Nummer 2 haben wir den nächsten Granatwerfer. Das ist aber kein normaler Granatwerfer, sondern ein Granatwerfer mit Semtex-Raketen. Was laber ich? Wieso sag ich Raketen? Mit Semtex-Granaten meine ich natürlich. Und er heißt MK32. Ja, ein MK32 Granatwerfer. Er schießt immer 2 Semtex-Granaten. Das kann je nachdem gut oder schlecht sein. Nur das Problem ist, bevor die explodieren, haften die natürlich erstmal im Gegensatz zu dem normalen Granatwerfer. Und das ist dann für die Gegner umso besser, denn die können dann einfach abhauen. Das Einzige, was daran vom Vorteil ist, wenn zum Beispiel direkt vor euch ein Gegner ist und ihr angenommen auf ihn schießt und dann er euch killt und ihr ihn halt trifft davor noch, dann hat er halt eine Klette und dann wird er sterben wegen der Klette. Aber ansonsten gibt es bei dem auch nichts Gutes, weil die Distanz davon, also Auswirkungen in die Umgebung, so sag ich's mal am besten, da ist einfach keine da. Man trifft nur die Leute, die direkt daneben stehen. Aber die Scheiße ist ja, man hat genug Zeit, um abzuhauen, weil es halt Semtex-Granaten sind, die nicht von alleine hochgehen. Und deswegen finde ich den Platz Nummer 2 schon ziemlich prächtig für diese Scheißwaffe. So, und jetzt sind wir auch schon bei Platz Nummer 1 angekommen. Und diese Waffe ist wieder eine Sekundärwaffe, die so beschissen ist, das glaubt ihr mir gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man mit dieser Waffe spielen kann. Und zwar war das die Magnum. Ich weiß zwar nicht, wie sie vollständig geschrieben wird, aber mit Magnum dürftet ihr ja wissen, was ich meine. Auf jeden Fall dieser Revolver, und ich finde, der ist in Ghost so schlecht, so richtig schlecht. Denn selbst mit Mündungsfeuer, was wiederum die Distanz zum Gegner erweitert, so sag ich es mal, den Schaden und noch die Präzision, bringt dabei einfach gar nichts. Ihr braucht mindestens 2 Schüsse, um den Gegner zu erledigen, außer ihr macht einen Headshot und allein schon so langsam wie die schießt, gelingt es euch noch nicht mal, den zweiten Schuss abzufeuern, bevor ihr Gegner nicht bemerkt habt, dass ihr bei ihm seid und er euch dann abgeknallt hat. Ihr habt wirklich mit der Waffe keine Chance, es sei denn, ihr kommt von hinten oder ihr gebt dem Gegner halt direkt einen Hitmarker. Was laber ich da? Doch kein Hitmarker. Ein Headshot meine ich natürlich, ein Headshot. Außer ihr gebt dem Gegner direkt einen Headshot, weil sonst bringt diese Waffe rein gar nichts. Diese Waffe kann man nur spielen, wenn man eventuell nur ein Messer dabei hat. Aber ich meine, wer hat bitteschön nur ein Messer dabei? Und ja, also das finde ich schon, ist wirklich mit Abstand die schlechteste Waffe in Ghosts. Dagegen ist der Granatwerfer ja gar nichts und MK32 Ding da. Und ja, also Magnum kann echt keine Waffe in Ghosts toppen. Und ja, das hier war jetzt meine erste Top 5 COD-Clip-Serie, sag ich mal. Also meine erste Folge davon. Und ihr könnt gerne einen Daumen hoch geben, weil es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit für dieses Video. Und ich hoffe, euch gefällt das, denn wenn ja, werde ich diese Folge weitermachen. Ich habe mir mal überlegt, dieses Konzept finde ich eigentlich ganz gut, aber dann würde ich zum Beispiel in der nächsten Folge angenommen Top 5 Maps von allen CODs oder so nehmen, wo ich dann einfach meine Lieblingskarten von allen CODs nehme und die dann halt in dieser Reihenfolge hier vorstelle und dann halt sagen, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und ja, auf jeden Fall, das soll's gewesen sein. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Reborn XHD. Peace out!